Coin News. Der Spot funktioniert gerade mit Kois. Also passender Köder, passender Spot für Kois. Das ist natürlich sensationell. Der Tron, der schreibt mir gestern auf Discord, tak, 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 guck mal hier, Alden, mein Kescherbild, was ich alles gefangen habe, läuft hier an der Stelle auf, tja, großer Entfernung. Mal ein bisschen was anderes. Wir haben immer noch normale Wassertemperatur und es läuft gerade ganz gut, der Koi hier an der Stelle. Was ich jetzt natürlich noch ein bisschen gemacht habe, ja, ich habe natürlich wieder ein bisschen rumgespielt. Ich habe ein bisschen was geändert, ich habe ein bisschen was variiert. Erster Schuppenkarpfen. Und habe dementsprechend jetzt hier nochmal die Frequenz runtergedrückt. Aber dafür die Größe vielleicht ein bisschen angehoben. Hoffe ich zumindest. Zack, raus damit. Ganzes Stückchen weit raus. Das hier an der Stelle sind 42 Meter. Es kann sein, dass du vom Setup her nicht so weit rauskommst. Schau im Shop nach der Serie Flycast Bleie. Gucken wir mal direkt rein. Hier sind sie. Flycast Bleie gibt es in verschiedensten Größen. Selbst hier mit 14 Gramm bis 140 Gramm. Fliegen super weit raus. Also, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Wenn du mit einem zarten Setup hier unterwegs bist, 14 Gramm Flycast und dann Rakete, dann geht das richtig gut raus. Also, die lohnen sich auf jeden Fall, wenn man weit raus muss und es einfach nicht schafft mit wenig Wurfgewicht. Ja, von der Position her ganz wichtig, wo sind wir hier? Hier oben an dem Schniepi, an der Ecke. Und dann geht es hier gerade raus auf 42 Meter. Ich habe in der Nacht ein bisschen rumprobiert. Ich werde das gleich auch noch mal ein bisschen testen. Irgendwo hier in der Area um die, sagen wir mal, zwischen 35 bis vielleicht 45 Meter. Irgendwo in diesem Bereich ist auch noch eine Muschelbank. Ich habe sie noch nicht, also ich habe sie einmal rausgekriegt. Das war halt in der Nacht. Deswegen muss ich gleich noch mal ein bisschen abfächern hier die gesamte Area. Und nochmal durchziehen mit der Suchroute sozusagen. Und dann hier unten alles schön Stück für Stück abfächern. Irgendwo da ist auch noch eine Muschelbank. Auch das will ich auf jeden Fall gleich nochmal testen, wie es da abgeht. Ja, hier sieht es jetzt gerade so aus. Wie gerade schon gesagt, wenig Frequenz. Aber auch das sieht schon vernünftig aus. Und wenn ich hier reingucke in die Infos vom Tron. Gucken wir mal eben rein hier ins Kescherbild. Er hatte viele Dinkelsbühler mit dabei. Er hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal den Orenji Ogon. Ja, wobei da war es der schwerste war 6 Kilo. Ein C2 Super Freak war auch mit dabei. Ja, also der geht auf jeden Fall auch mit rein. 7 Kilo Orenji Ogon, später auch nochmal mit reingegangen. 8 Kilo, genau. Also, das scheint ganz gut zu gehen hier. Ja, erster jetzt hier bei mir auf 10 Kilo. Ich bin einfach größer reingegangen von den Boilies. Und dementsprechend geht natürlich die Frequenz ein bisschen runter. Aber wenn sie runtergeht, ist das ja ganz okay. Hauptsache, es ballern irgendwann die dicken Kois rein. Also, Position haben wir hier raus auf 42 Meter. Wahrscheinlich gehen auch noch andere Entfernungen. Da heißt es wieder angeln, testen. Ausprobieren. Also, vielleicht mal auf 35, vielleicht mal auf 45, also alles in diesem Bereich ein bisschen abtesten. Ich peile zurzeit diesen Baum hier an. Ist einfach simpel, sich zu merken, grob in Richtung des Baums. Trotz allem ist es da hinten, ich sag mal, schon eine größere Area, die man jetzt so abwirft auf die 45 oder 42 Meter jetzt hier. Ist das vielleicht nicht mehr so ganz hundertprozentig zielgenau. Und ja, trotz allem passt es jetzt, würde ich sagen, schon ganz gut. Kescherbild passt auch schon. Setup ist natürlich auch wichtig und Futtermischer auch wichtig. Gucken wir uns natürlich an. Wir sind hier mit der klassischen... Oh, ich habe Biss. Tatsache. Na, na, na. Klassische Haarmontage. Und dann geht das Ganze hier auf Heilbutt. Gucken wir uns auch noch gleich im Detail an. Und die Futtermische, ja, die habe ich auch noch ein bisschen variiert, ein bisschen geändert. Denn die Futtermische mit Standard und Mais und solche Sachen, davon bin ich zurzeit ein bisschen weg.
Ich versuche dann die Basis ein bisschen zu ändern und habe auch alles in allem nochmal etwas hochwertigere Komponenten reingemacht. Allerdings muss ich jetzt da mittlerweile mal rausgehen. So, maximal raus wieder hier. Genau, zack, genau zu dem Baum, auf die 42. Wieder ein bisschen straffen und perfekt. Ja, guck mal also direkt rein. Setup, da ist es. Also, relativ groß jetzt hier sogar unterwegs. 27 Kilo Vorfachsmaterial, 27 Kilo LED-Core. Relativ groß und auch das funktioniert. Das ist schon mal gut. Einser Haken bisher nur. Sollten hier doch noch konstant gut Brocken reingehen, werde ich vielleicht nochmal auf dem 1.0er Haken hochgehen und dann eben dementsprechend hier mit den großen Pellets und großen Boilies hier komplett Heilbutt bzw. Heilbutt und Beeren 20 Soluble sollte es eigentlich sein. Da muss ich gleich ein bisschen was ändern, denn hier verwende ich an für sich die Soluble. Kein Wunder, ich habe mich gerade schon gewundert, dass ich noch welche übrig hatte. Ich habe sie nirgendwo drauf. Na, ist es denn wahr? Na, ist es denn wahr? Weißt du was? Da holen wir mal direkt wieder raus hier. Die Auflösenden extra verwendet. Aber man sieht, es geht auch ohne die Auflösenden. Oder die waren gerade dann doch schon alle. Denn ich hatte mit meinen letzten Boilie-Reserven, hatte ich das zusammengebaut. Also, gucken wir mal schnell rein. Heilbutt und Beeren. Und hier haben wir Soluble 20. Das wollen wir natürlich haben. Das ist, ja, optimal. Nochmal auflösen, nochmal eine bessere Lockwirkung. Also, so soll das sein. Und so ist das auch ja nochmal drinne. In, zack, perfekt. In der Futtermische. Und die gucken wir uns jetzt noch an. Und dann haben wir noch alles, oder? So, nochmal straff ziehen. Und dann der Blick in die Futtermische. Also, auch hier, wie gesagt, Pellets, Heilbutt, Beeren, Soluble, würde ich sagen, im Idealfall. Und dann haben wir hier noch die passende Futtermische dazu auf Rapssamenbasis. Dann hier Heilbutt und Beeren Soluble crushed, geschreddert. Und danach würziger Heilbutt Pop-Up, aber es muss nicht Pop-Up sein, du kannst auch ganz normal nehmen. Also würziger Heilbutt 12, auch nochmal crushed. Und dann extra Heilbutt Feed Pellets und die normalen Heilbutt Feed Pellets. Das heißt, wir haben vier unterschiedliche Heilbutt Komponenten und nicht einfach nur von einer Sorte verschiedene Größen, sondern vier unterschiedliche und viermal eine andere Lockwirkung nochmal dazu mit dem Heilbutt Öl als Soße dazu, als Aroma und dann haben wir das. So, das Ganze ins PVA. Ja, auch das PVA durch die geschredderten Boilies ist nicht so ganz billig. Im Idealfall nimmt man hier die kleinsten Boilies. Ich hatte hier zum Beispiel von den 16er Boilies Soluble gerade keine in der Tasche. Deswegen habe ich 20er genommen. Aber das macht keinen Unterschied. Also die kleinsten Boilies immer verwenden, weil das Ergebnis nach dem Crushen ist immer gleich groß. Also die Partikel sind gleich groß. Und dementsprechend einfach die kleinsten nehmen, die sind einfach ein bisschen günstiger. Ja, so sieht das aus. Hier piept es schon wieder los, gerade mit dem Soluble ausgeworfen. Zack, ist der Soluble auch wieder da, der auflösende Boilie. Und das sieht auch wieder gut aus. Und der hat sogar ein bisschen Bock. Also, der hat sogar noch ein bisschen Gewicht. So soll das doch sein. Perfekt. Na, was kommt da an? Ich glaube, das ist ein normaler Schuppenkarpfen, oder? Durch die Wasserfärbung sieht das manchmal so golden aus. Aber das sieht auch nach einem normalen Schuppi aus. Na. Und da kommt er doch tatsächlich an. Also auch die sind natürlich da. Rabams 13,4. Ja, das sieht auch gut aus. Also direkt wieder raus, ihr Lümmels. So viel dazu. Einfach nur eine kurze Info zum Spot. Oh, ich muss auf jeden Fall mehr essen, damit ich mehr Energie habe, damit ich auch wieder rauskomme. Zieht raus die Brocken, wenn es geholfen hat. Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.